Ich bin Patrick Delahamette, ich bin von der Formation als Ingenieur. Das Projekt Digital Inclusion ist 2015 entstanden, wo ganz viele Menschen aus Syrien und Nordbeschländern sich auf den Weg gemacht haben, für Plötzburg in Europa zu kommen. Mir ist aufgefallen, dass sie kaum einen Zugang hatten zu digitalen Routinen. Gleichzeitig war mir bewusst, dass zu Lützburg viele Menschen daheim eigentlich ein Surplus von Computern hatten. Dadurch ist demnächst die Idee entstanden, ein Projekt aufzubauen, das nicht nur den Refugee, sondern all den Menschen zu Lützburg hilft, die von der digitalen Welt ausgeschlossen sind. Was mich in diesem Projekt begeistert, ist die Möglichkeit, neue soziale Konzepte zu Lützburg umzusetzen. Ich gesehen persönlich den Computer als ein Schlüssel für die Autonomie als Bürger in einer modernen Gesellschaft. Als Lützburger, den aber selber über 10 Jahre im Ausland gelebt hat, leidet mir besonders im Herzen, dass als Konzepte dazu beitragen, dass die Zukunft von Menschen zu Lützburg mir einfach gemacht wird.